you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. Dave, kommst du? Kreis das Ding nochmal für die Seite weit. Aber hier ist. Nee, oder? Nee. Doch, da ist was. Hier ist Titan. Und Aluminium. Und Hydrazin. Titan brauchte man für. Den Tank. Batterie, ne? Nee, für den Tank. Stimmt. Ich habe uns mal einen Würfel mitgebracht. Ich überlege gerade noch, wie man hier über die fette Schlucht kommt. Wir hängen fest, oder? Ich glaube, wir hängen fest. Uah! Gib Gas, gib Gas. Oh, geil. Voll der Jump war das, hast du das gesehen? Ja, eiskalt. Hat er nicht gemacht. Oh, guck mal, jetzt kommen wir in die Pinkzone. Gemisch haben wir hier noch 20.000. Arzt. Ich und mein Harz. Oh, nice. Lithium. Kupfer. Kupfer. Und organisches. Aber organisches lass mal hier, ja. Ja. Oh, das ist eine Forschung, ja? Mhm. Wird man direkt mit eingepaart. Dann holen wir mal die Energie da drüben. Oh, kannst du ihn mal aufheben? Oh, wie sieht denn... Der Buggy steckt bei mir im Boden. Ja, bei mir auch. Du machst dir Eis kaputt. Ja. Immer, weißt du doch. Kommst du da schon raus? Nee, nee. Wo muss man denn die Energie hier langsam dran heften, so? Meine Energie? Nee, da, guck mal, da liegt doch Energie, habe ich gesagt. Du sitzt hier aufheben und hier dran pappen. So, erledigt. Dann wird die Batterien und so sich aufladen, damit wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen. Naja. So, let's go.
Ich fahr mal hier ein bisschen um den Berg rum. Oh, das ist eine Forschung. Einen Platz haben wir ja noch, deswegen, also das passt ganz gut. Machst du die dran oder soll ich? Ach du, aber ich bin gespannt, was rauskommt. Ich meine, zur Not haben wir ja noch vorne für einen Platz. Ja. In der Zeit, die du jetzt fährst, gehe ich mal ganz kurz auf Toilette, wie immer. Ja. Mach mal. Das ist Dave, der mit der schwachen Blase. Hier ist Hydrazin, interessant. Nein. Ich bin wieder da. Jo. Und wir du leben. Hast mich. Und wir leben noch. Du hast mich weggeschmissen. Was? Bei mir bist du noch im Auto. Bei mir. Ich stehe in einer Landschaft und du stehst neben mir. Ach, dann ist das Buggy. Warte mal, ich bleib mal kurz stehen. Drück mal Tab. Ja, das Spiel sieht man wieder, es ist ein bisschen buggy hier. Lustige Bugs. Ich dachte schon, warum fährt das Auto jetzt ohne uns weiter? Das wäre ein bisschen doof, ja. Und vor allem würde auch keinen Sinn ergeben. Nee. Wie gestern, wo ich dachte, ja, auf unser anderen Server, wo wir gespielt haben, in Anführungsstrichen Server, wo ich fast Halluzination, mal wie so heißt. Halluzination, ja. Halluzination bekommen habe, weil irgendwas einmal passiert ist. Irgendwas hat sich da zusammengebaut und so. Sei du, was das trifft. Hier ist doch wieder Lithium, Dave, wenn du brauchst. Lithium, ich bin für Lithium. Das können wir auch mal einpacken. Schadet auch nicht. Was ist das? Weiß nicht. Kann man nicht aufnehmen. Wollen wir wieder zurück denn aus? Ja. Ich und mein Lithium. Das Fahrzeug ist schon nice. Dezent. Dezent, ja. Aber es ist gut, dass die hier gleich von Anfang an deine Hütte markieren. Ja. Das stimmt wohl. Guck mal, hier ist meine Leitungen oder deine? Unsere. Auch gut. Wieso gibt der denn jetzt wieder Gas hier? So. Einmal angekommen. Was kannst du überhaupt? Ja. Oh, Kohle haben wir auch schon rausbekommen wieder. Na toll. Na, habe ich ja erst geforscht. Hörst du mir nicht zu? Nö. Kohle, yeah!
Haben wir so einen Würfel überhaupt schon geforscht? Weiß ich nicht. Was kam da draußen? Aluminium. Mal gucken, ich hoffe, wir bekommen auf Forschung raus und nicht nur Ressourcen. Titan. Na toll. Also nur Ressourcen wieder. Bisher. Bisher, ja. Oh fuck, was? Sieht ein Sturm auf, ja. Er kommt doch, glaube ich, direkt auf uns zu. Ah, mit etwas Glück zieht er vorbei. Ja, sieht vielleicht auch so aus. Winde, was ist denn eine Winde? Ach, damit kann man bestimmt auch was schleppen oder so. Ja. Die macht man bestimmt im Drucker, wa? Generator, Habitat, Einsitzer. Eine Winde, ja. Mit Titan macht man das. Mhm. Wollen wir mal. Wie viel Aluminium haben wir zusammen? Eins habe ich. Hm. Ich habe auch eins. Machst du das mal in den 3D-Drucker? Ja. Willst du mit dem Lithium nochmal eine Batterie bauen oder so? Weil einmal habe ich noch. Na dann gerne. So, Windturbine ist angeschlossen. Mal gucken, ob was rauskommt, was gut ist. Hast du noch Kupfer? Glaube nicht. Ich habe nur noch Harz und Gemisch. Warte mal. Vielleicht war ja hier noch was. Nee, hier war nichts. Hm, schade. Warte mal, haben wir noch Harz? Ein Harz hab. Gib mir das mal, schmeiß mir das mal raus. Warte mal, was ist. Hast du jetzt im Inventar? Oh, danke. Warte. Ich baue die mal hinter der anderen Batterie, ne? Ja. Na, jetzt bin ich auch in dieses, jetzt bin ich auch in das Loch reingefallen. Na geil. Ha, nichts, was man gelöst bekommt. Nicht gelöst bekommt. Ich baue mal eine Winde, ne? Nur mal zu gucken. Weil wir haben ja zwei Titanen. Bin gespannt, was die macht. Oh, jetzt kommt aber ein Sandsturm. Oh ja. Und die kommt bestimmt direkt davon zu. Ja. Ich sag nochmal Tschüssikowski, ne? Ja, ich geh mal ins Auto. Also jetzt kann man in deiner Folge, in deiner Aufnahme halt bestimmt gut sehen, wie jetzt alles hier rumwackelt. Oh ja. Aber zieht, glaube ich, auch vorbei. Sieht so ein bisschen aus, zumindest. Ja. Aber man sieht auch, wenn er vorbeizieht, der Wind ist trotzdem da. Die Mühle dreht sich fleißig. Die Mühle dreht sich? Ich sehe da nichts. Ich auch nicht. Faules Stück. Faules Stück Scheiße, genau.
Ey, wenn du mir was nicht zu drehen gefälligst. Die hat keinen Bock. Was ist denn das für eine komische Winde? Was macht die denn? Ist ja merkwürdig, naja. Ach, hier ist eine Alu. Geh mal wieder ein bisschen leer ex ziehen. Hui. Bräuchte auch vielleicht meine eigene Batterie. Ich habe zwei Sauerstofftanks, aber. Das ist sehr schön. Wir können noch mal gleich eine Runde rumgurken mit dem Fahrzeug. Ja. Noch mal ein paar Forschungen suchen, weil das war ja doch ganz okay, was man so gefunden hat an Ressourcen auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und Forschungen haben wir ja jetzt auch schon ganz gut was zusammen. Ich habe jetzt noch eine Forschung gefunden, die haben wir glaube ich noch gar nicht entdeckt. Okay, was war's? Was ist es denn? Das ist irgendwie so ein komisches rotes Glibber. Ding. Okay, ich weiß gar nicht, ob das da explizit irgendwelche Auswirkungen hat, wenn man die Dinger noch nicht so gefunden hat. Also, ich habe mich ja, wie gesagt, in die Tür schon mal ein bisschen schlau gemacht. Und da meinten die, wenn man eine Sorte eines Artefakts, Forschung, Dings, was auch immer, findet, dann sind da Unterschiede. Ja, dann kommt beim zweiten und bei weiterfolgenden immer nur noch Ressourcen landen. Okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Also hier Titan, Lithium und das ganze Zeug halt. So, die Sonne. Ding, die Sonne geht auf. Deswegen freue ich mich schon, dass ich das hier erforschen darf. Wir dürfen das erforschen. Gemeinsam gucken, was wir erforscht haben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein komisches Herz oder so. Oh ja. So ein Menschenherz. Das sieht wirklich komisch aus. Na, da können wir mal gucken, was drin ist. Ein Raumschiff! Kupfer brauchen wir dafür. Oh, nice. Ich würde erstmal vorschlagen, wenn wir eine Runde rumdüsen hat. Ah, du musst fahren. Nein, fahr du mal rum. Nee, du sollst fahren, nicht hier unsere Solarmodule abnehmen. Wenn nicht, lass mich fahren. Ich mache hier nichts kaputt. Kann selber nicht fahren. Na, weil da oben was hängt. Guck mal. Da hing's eben. Was ist denn das, was wir in der Schnauze haben? Na, diese Winde. Wann macht die? Keine Ahnung. Hauptsache Rahmen war. Ja. Hier ist auch ein Höhleneingang. Ja, hier sind ganz viele. An den Bergen sind immer ganz viele Eingänge. Ich hatte auch bei der Map, die wir am Anfang gespielt haben, auch einen ganz lustigen Bug, wo du weg warst und ich alleine auf dem Server gespielt habe. Bin ich eingestiegen und mein Charakter war unter dem Fahrzeug. Auch nicht schlecht. Konnte ganz normal fahren, also das fand ich schon lustig und ein bisschen verwundernd. Das ist wirklich ein bisschen verwunderlich hier. Hier ist eine große Ebene, mal gucken, hier ist bestimmt irgendwo gleich was. Naja, gemischt. Und Hydrazin. Was will man mehr?
Na, das Hydrazin kann man schon irgendwann gebrauchen. Vor allem mit dem Raumschiff, das wird wahrscheinlich schon eine Menge Treibstoff fressen. Auf jeden Fall.